So Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Teil. Heute wieder mit einer Bau-Challenge. Und zwar bauen wir heute ein Gebäude oder ein Ja, Haus. ein Haus. Und zwar heute mal 30 Sekunden, 5 Minuten und 10 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, fliegst du rüber? Warte, aber erst wenn ich Go sage, bis ich drin bin. Hast du dein Material zusammengesammelt? Ups. Okay, sag mal, wie ich Statue drücken Jetzt. kann. Jetzt sicher? Ja. Okay, los geht's. Diesmal wird es ein kleines Haus, aber egal, klein, aber fein. Oh, noch 11 Sekunden. Das wird schon wieder nichts. Also ich bin jetzt gleich fertig. Und fertig. Ich bin fertig. Mein Haus ist richtig cool. Sogar mit ein bisschen Einrichtung. Okay, dann komm du erst rüber geflogen. Das ist Okay. schon wieder Katastrophe hier. Oh, okay, ganz schön komisch mit Einrichtung. Ohne Ohne Einrichtung. Einrichtung. Jetzt kommst du zu mir. Ich komme zu dir. Mein Haus ist hier drüben. Wie baust du das denn alles so schnell? Guck, und hier drin ist sogar Einrichtung. Ein Bett und ein Fenster. Das gibt's doch gar nicht. Weil ich auch nicht Alle. so groß baue. Ich würde sagen, der Punkt geht wieder an dich. Ich fliege Also, wieder rüber. jetzt habe ich schon mal 4 Punkte. Ne, sammeln wir unsere Doch, von Sachen. der ersten Oh, Runde habe ich jetzt ja. habe ich das hier gerade kaputt gemacht. Von der Entschuldigung. ersten Runde habe ich ja noch. Jetzt sammeln wir uns gerade das Material zusammen, was wir für das nächste brauchen. Ich habe eigentlich schon mein Material. Du hast schon alles, okay, ich noch nicht. Ich beeile mich und zwar so. Jetzt kommen 5 Minuten. 5 Minuten, warte, ich muss erst den Timer stellen auf 5 Minuten. 5 Minuten und wie viele Sekunden? 30 Nehmen wir Sekunden. einfach glatte 5 Minuten und Nö. zwar so. 5 Minuten Kannst und losgehen? 30 Sekunden. 3, Ich weiß. 2, 1, los. Ich mag kein so großes Haus. Es wird ein kleines Haus. Papa. Okay. Es wird ein schönes Haus von außen, aber von innen ist es nicht so klein. Also ist es nicht so riesig. Weil es geht ja nicht darum, wer das größte Haus hat. Richtig. Eigentlich nur, was das Schönste ist. So. Ich bin jetzt beim Eingang gerade. Ja. Noch nicht. Ich bin schon Hast die Mauer schon mittendrin. wieder oben oder was? Hast die Mauern schon wieder gebaut? Jetzt gleich schon. Okay. Ich habe eben gerade die Türen gemacht, den Boden. Und jetzt bin ich gerade bei den Mauern. So, eine Mauer habe ich fertig. Die zweite Mauer habe ich auch gleich fertig. Einfach, ich muss runter. So. So gar nicht. So, dann muss ich hier wieder so machen. Wie viele Minuten noch? Noch 3 Minuten 35, ja, 53 so. Bin gerade bei dem Dach. Und du? Noch nicht. Ich bin jetzt schon beim Ganz. Dach. Jetzt mache ich erstmal die Fenster, bevor ich die wieder verfülle. Und hier eine Richtung mit 2 Betten. Die Einrichtung. Ja, auf Einrichtung. Das schaue ich ja gar nicht. Tja. Bin ja auch nicht so gut. Und trotzdem mache ich Einrichtung, aber jetzt bin ich gerade erst draußen. So. Und so. Warte. Mit einem Tür. So. Passt. Außen bin ich jetzt schon mal fertig, aber jetzt muss ich noch das Außen dekorieren. Und außen dekoriert. Fertig. Jetzt muss ich ihn einrichten. Noch 2 Minuten 46. Das schaffe ich. Locker. Schaffe ich das. Dann muss ich mal halt noch eine Tour. So, hier und ein Ofen. Und ein Ende. So, und Klingel. Hier ist noch.
habe das Gefühl, der Punkt geht wieder an dich. Noch 2 Minuten. Das schaffe ich. Dann fehlen ja nur noch eine Sache. Eher gesagt noch 2. Aber das werde ich locker, locker schaffen. Ist nicht. So, das hier, das hier. Und runter. Also ich bin eigentlich jetzt so fast fertig. So. Ich hole die Kamera raus, dann mache ich das hier noch. So. Sieht fertig aus. So, jetzt mache ich draußen knapp. So, Pappleder. Wie viele Minuten? Noch 1 Minute. Okay, das schaffe ich. Aber ich hoffe, ich schaffe es. So? Noch 35 Sekunden. 35. Mache ich hier draußen mit einem Schiechen so mit der Lampe und ein Stückchen. Sogar mit 2. Noch 7 Sekunden. Bin fertig. Warte, schon abtupfen. Und fertig. So, fertig. Meine Haut sieht richtig gut aus. Ich komme zu dir rüber. Ui, ganz schön groß. Meins ist jetzt nicht so groß. Und nicht modern. Hast du ein bisschen eingerichtet? Der Boden fehlt ja. Mehr habe ich nicht geschafft. Okay, zu mir. Jetzt fliegen wir zu dir. Mein Haus ist klein, aber schön. Oh, das sieht gut aus. Sogar mit Gras hier außen und rum. Und nicht schlecht. Okay, ich glaube, der Punkt geht verdient wieder an dich. Yay, jetzt war schön. Und du hast noch 0. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht, wer der Gewinner ist. Oh. Du hast keinen Boden und kein Bett. Okay, und das nächste. Ich muss nur kurz alles rausholen. Diesmal wird es ein schönes. So, was haben wir gesagt? 10 Minuten, ne? Ja, 10 Minuten. 10 Minuten. So, jetzt packt ihr wieder die Sachen ein, die du brauchst. Ich mach mein Haus so mit Quarz eher als mit so dunklen Steinen. Wir suchen auch noch schnell die Steine raus. So. Diesmal werde ich nicht den Boden ausfüllen darum. Doch, den Boden probiere ich diesmal auch zu machen. Ja, weil ich werde jetzt nicht den Boden so abfahren, sondern ich werde jetzt einfach die Steine über den Grasboden setzen. Okay. Und dann die Treppe dahin stellen, weil das ist dann bessere Zeit, als ganz dann abzubauen und dann alles reinzusetzen. Warte, ich bin noch nicht fertig. Ah, das ist wohl wahr. Du bist ja das letzte Ohr, bist du ja. Ja. Ich muss mir noch was ein bisschen raussuchen. So. Warte, dann brauche ich noch Abtupfen. Jetzt kannst du Luft gehen. So. Meinst du, jetzt kannst du Luft gehen? Warte, stopp, nein. Der Boden fehlt. Jetzt kannst du Luft gehen. Okay, dann starten wir in 3, 2, 1. Los. Ich hab deinen Boden fast fertig. Ich will, diesmal wird ein bisschen groß. Nein? Oh, mal gucken. Ja, ich glaube, das wird auch sehr groß. Meins nicht. Meins wird nicht so groß. Bei mir ist ein Mensch, der hat Alpaka. Sogar Lama. So Lamas hat er. Das ist der Händler, glaube ich. Ja, der ist bei mir. Das Haus wird 50 Euro kosten, Papa. Das Haus wird 50 Euro kosten. Aha.
Weil jetzt kriegt noch eine extra Garage. So witzig. Ja. Dann würde ich 100.000 Euro was machen oder so. 100 Euro. Und wer das haben will, dieses Haus in Minecraft haben will, 100 Smaragde. Das ist nicht viel. Man kann ja einfach cheaten. Machst du zwei Tassen oder eine? Eine. Ich auch, weil zwei sind mir zu viel und irgendjemand kann auch in der Garage wohnen. Also, wer will, kann einfach auch in der Garage wohnen. Kein Problem. Läuft hier. Wir haben noch 8 Minuten 30. Was? Das wird ganz schön knapp wieder hier alles werden. Ich bin gerade bei Dementen. So, dann packe ich jetzt auf die Türen hin. Ah, ich glaube wieder mein Haus wird gewinnen. Wie denkst du? Ich weiß es noch nicht. Also ich glaube meins ist wieder schöner. Wird knapp, glaube ich. Ich mach sogar eine Garage vielleicht. Papa. Ja? Mhm. So. Jetzt bekommt das Dach. Das mache ich dann anders. Bin jetzt schon mal da. Ja, wir haben jetzt noch 7 Minuten 40. Ich bin ja eh schon mal im Dach. Also schon mal im Dach, okay. Ich noch nicht. Machst du eine Garage? Nee. Also. Nur vielleicht eine kleine und bitte noch. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt schaffe, hier zeitlich. Aber dieser, also mein Eingang, ja, der, das ist ja so ein Garten. Weil man hat ja manchmal am Anfang dann so einen kleinen Garten. Aber kriegen wir dann nochmal 5 Minuten Zeit zum Einrichten, ne? Na, das muss alles dabei sein. Oha. So, dann mach ich hier. Aber wenn du es nicht schaffst, dann darfst du auch nicht immer 5 Minuten einrichten. Ja, das ist mir klar. Ich habe ein bisschen unsymmetrisch gemacht, aber egal. Aber das ist egal, wie ich symmetrisch das ist, oder? Ja, ja, das ist egal. Nicht, dass die Leute bewerten, dass mein unsymmetrisch ist. Auch. Wir haben jetzt noch 6 Minuten. Oha. Okay, ich werde keine Garage schaffen. Wo? Ah, man würde es auch schon anmachen. Ah, Mist, den habe ich hier schon falsch gesetzt. Verdammt. Ich bin jetzt beim Einrichten. Ja. Dann habe ich den natürlich auch falsch gesetzt. Ach, hier und hier. Hier verbaut habe hier. Ich bin jetzt beim Einrichten. Nur, dass du Bescheid weißt. Okay. Machen wir keinen Zeitdruck. Also, ich bin beim Einrichten. Woo! Weil ich mag. Ja, ich habe mich gerade voll verbaut, dieses Trottel. Und das gilt ja nicht darum, ob du dich verbaut hast. Ja doch, das geht mir auf eine Zeit jetzt verloren. Ups, ich habe auch versehen durch die Wand gebaut, aber ich guck nicht. Papa. Hm? Ich habe auch versehen durch die Wand gebaut, aber ich gucke nicht. Weil ich auch versehen, wo ich das Fenster gebaut habe, die dann noch ein Loch weiter gebaut habe. Ich bin selbst veralbert. Verdammt. Wie viele Minuten noch? Willst du mein Einrichten? Nee, noch nicht. Ich bin noch nicht mal beim Dach. Ich bin jetzt schon mein Einrichten. Ich hab gedacht, ich schaff das nicht. Aber ich bin jetzt schon mein Einrichten. Das ist ja gut. So. Wir haben jetzt noch 4 Minuten. Oh Mann, das wird knapp. Das wird mir alles knapp. Diesmal probiere ich schon einrichten. So, und dann wieder. So, Bett. Bücher. Kiste. Ich habe auch schon mal hier Ofen. Und Kiste. Ruhe. Das hier und das hier. So, die Blätter packe ich dann eben drüber. Ich bin
gleich fertig mit Einrichten. Ich glaube, ich schaffe das mit dem Einrichten nicht. Ich schon. Es gibt aber Minuspunkte, dachte ich immer leider. Du hast gesagt, aber man muss einrichten. Ja, aber da kannst du. Müssen musst du nicht. Doch. Eigentlich sieht es natürlich schöner aus. Man muss einrichten. Und wenn ich eingerichtet habe, der kriegt Minuspunkte. Ja, dann kriege ich Minuspunkte, so wie es aussieht. Aber du hast eh keine Punkte. Ja. Das ist voll auch wieder wahr. Warte, für die Jacken, dass man die Jacken aufhängen kann. Ich bin eigentlich jetzt fertig. Noch 3 Minuten. Okay, warte, dann mache ich vielleicht noch von außen eine Fensterbank. Also Fensterbänke. Mit Rosen. Drinnen. Ich mache ein paar Rosen. Gleich hoch, so jetzt gehen wir hin und machen einfach. Papa zählt aber auch, wenn man außen einrichtet. Zählt aber auch, wenn man außen einrichtet. Ja, was halt schöner aussieht nachher. So. Aber meins musst du von überall angucken. Weil es sieht voll schön aus. Weil ich hier sogar eine Fensterbank habe. So, jetzt kann ich noch ein bisschen Blümchen hier draußen hinsetzen. So. So. Dann hier nochmal so ein paar. Und hier dann nochmal. Und dann hier. So und dann hier. Aber zählt das von der Einrichtung auch nicht? Ja. Ich mache hier gerade ein bisschen Verschönerung. Ja, machen wir. Wie weit wir haben noch 2 Minuten. Also ich bin jetzt eigentlich fast fertig. Eingerichtet habe ich meins leider gar nicht. Buh! Das ist blöd. So, wie viel Minuten noch? 1 Minute und ein paar Zwitschel. Hier noch vorne den Garten gemacht, ein bisschen, aber alles, was hier so ist, das gehört dazu. Okay. Warte, schreibt ihr Namen noch dazu. So. 100 Euro. 100 Euro dazu gemacht. So, 44 Sekunden. Das krieg ich schon. Ja, ich nicht. Ich schon. Ich muss hier nur so eine kleine Laterne machen. Aber ich hab die Laterne. Sekunden. Okay. Und fertig. Warte. So, jetzt bin ich mal gespannt. Nicht bei der Bauen. Fräulein. Nein. Du wirst sowieso gewinnen, wahrscheinlich, aber. Upsi, die eine ist größer als die andere, aber egal. Ich komme zu dir. Okay. Okay, das ist ein großes Haus. Wieso macht die ganze Zeit mit Klappen? Es gibt auch Fenster übrigens. Das sieht schöner aus. Okay, dann Bedfield. Und wo kann man bitte schon die Füße abtutschen? Guck, ich kann hier einfach reinlaufen. Dann hast du einen knusprigen Boden. Dann musst du jeden Tag staubsaugen. Ja. Dein Bett fehlt. Mein Bett fehlt, ja. Die Küche ist noch nicht richtig. Ja, du musst dann halt auch in der Truhe schlafen. Esszimmer fehlt.
Garten wieder dabei. Plus Laternen. Ja, eine Laterne ist größer als die andere, ich weiß. Ja, das ist nicht schlimm. Und jetzt geht's rein. Guck, 100 Euro steht da sogar. Nicht schlecht. Mit Bildern, mit dem Sofa. Und hier kann man seine Jacken hinhängen. Wenn man Jacken okay dabei hat. Also guck, wenn man zum Beispiel, ich habe jetzt ja, diese Jacke cool an, dann kann ich die ausziehen und dann als Jacke dahin gehängt. Super, ja, nicht schlecht. Eigentlich wollte ich noch ein Lagerfeuer hinbauen, aber hab halt nicht mehr gepasst. Okay, ich würde sagen, der Punkt geht auch wieder an dich. Ja, jetzt habe ich 6 Punkte. Nicht schlecht. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ja. Abonniert uns. Ja. Wir würden uns wirklich tierisch drüber freuen. Genauso wie wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und schreibt gerne in die Kommentare rein, wer für euch der Gewinner der Bau-Challenge ist. Von beiden Folgen. Entweder Paulina oder Sascha. Wobei ich glaube eher, ihr werdet für Paulina stimmen. Ich bin Nummer 1 und Papa ist Nummer 2. Und was wollen wir beim nächsten Mal bauen? Wollen wir uns noch überlegen? Warte, ich weiß es. Warte, wie heißt es? Ein Garten noch. Ein Garten? Ja. Oder ja. Garage. In der Garage brauchen wir wieder Häuser für. Nein, man muss keine Häuser für. Wir haben ja schon die Häuser. Aber wir gucken einfach mal, würde ich sagen. Ja, so ein Garten mit schöner Hütte, so mit einer kleinen Hütte, Gartenhütte. Okay, ja, das können wir schauen. Okay, dann ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin, ciao, euer Sascha. Paulina.